Jetzt satt. Jetzt sind wir richtig. Man kann auch mal durcheinander kommen. Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Jetzt ist ja gerade die Ramadan-Zeit und meine Zuschauer wünschen sich dann immer ganz gerne Rezepte, die man gut vorbereiten kann. Die könnt ihr natürlich auch jederzeit zubereiten, auch im Herbst oder Winter, im Sommer, ganz egal wie ihr möchtet. Ich habe mir jetzt für heute ein Rezept überlegt mit Hähnchenbrust, Gemüse und Lasagneplatten im Ofen. Und ich glaube, das wird ein richtig, richtig tolles Rezept. Ich zeige euch mal kurz die Zutaten. Ich verwende dafür etwas Olivenöl, 700 Gramm Hähnchenbrustfilet, das habe ich bereits fein geschnitten, 400 Gramm Kartoffeln, eine Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 4 rote Paprikaschoten, 4 grüne Paprikaschoten. Dann habe ich hier etwas Tomatenmark und Paprikamark, Gemüsebrühpaste, Schmand, Wasser, Salz und Pfeffer, Thymian und Minze. Das war's auch schon. Wie gesagt, habe ich die Hähnchenbrust schon fein gewürfelt. Und jetzt habe ich hier die Kartoffeln, die sind auch geschält, das Gemüse ist gewaschen. Und ich werde jetzt hier einfach, weil es viel Gemüse ist, die Kenwood verwenden, tatsächlich zum Würfeln. Denn alles hier sollte jetzt gleichmäßig groß gewürfelt werden. Das heißt, entweder macht ihr das jetzt hier auf dem Schneidebrett oder ihr nehmt euren Kenwood-Würfler. So mache ich das jetzt. Da hier dran. Ja. War kurz selber verwirrt. Der kommt nicht hier vorne dran. Ach, jetzt weiß ich, warum das Schnitzelwerk. Vorne wird gewürfelt, hinten wird gehobelt. Jetzt satt. Das Gemüse jetzt einfach so weit vorbereiten, dass es hier oben durch die Öffnung passt. Das heißt, die großen Kartoffeln sollten einfach geviertelt werden und die Paprika einfach entkernen. Bei der grünen Paprika hier oben einfach reindrücken. Und dann könnt ihr den Boden wegschneiden und die vier Seiten. Ihr könnt quasi ohne zu viel Müll zu verursachen die Paprika entkernen. Jetzt ist alles gut vorbereitet und kann hier einfach zerkleinert werden. Und so macht es Gemüse, klein schneiden und klein würfeln richtig Spaß. Jetzt habe ich hier die schönen gleichmäßigen Würfel. Und ihr seht auch, bei dem Gericht ist der Gemüseanteil recht hoch. Ist auch richtig gut so. Da hat man direkt eine ordentliche Portion Gemüse und eben etwas weniger Fleisch. Da kommt hier das Hähnchenfleisch rein. Natürlich könnt ihr das Ganze auch vegetarisch machen und kein Fleisch benutzen oder Tofu verwenden stattdessen. Ich gebe jetzt die Knoblauchzehe noch dazu. Die habe ich jetzt nicht gewürfelt. Wären zu große Würfel gewesen. Und dann einfach alle restlichen Zutaten hier rein und alles gut durchmischen. Gut, die Masse ist jetzt fertig und weil ich ja jetzt hier das Ganze roh nicht probieren will, das ist ja Hähnchenfleisch, nehme ich das oft, mache so eine kleine Menge in die Mikrowelle und probiere es einfach mal vor. Dann gart das Hähnchenfleisch durch. Und das könnt ihr auch machen.
Wenn ihr zum Beispiel Hackbällchen macht, da will ich auch nicht wirklich rohes Fleisch probieren. Da gebe ich auch eine kleine Menge in die Mikrowelle und fertig. Oder wenn ihr keine Mikrowelle habt, einfach auf dem Herd so eine kleine Menge anbraten und dann weiß man das schon. Gut, dann nehmt ihr euch jetzt eine Ofenform. Ihr könnt jetzt eine Gusseisenform nehmen, eine Glasform. Ich nehme jetzt hier eine Emaillform. Bisschen Öl rein. Braucht man eigentlich nicht, aber so für den Geschmack finde ich das schon gut. Und dann kommt jetzt erstmal eine erste Schicht rein. Und ich schätze, ich mache 3 Gemüsehähnchenschichten. Also kommt jetzt ein Drittel davon rein. Dann etwas Mozzarella drüber geben. Darauf kommen jetzt Lasagneplatten. Dann die zweite Gemüseschicht. Nochmal Mozzarella drüber. Und es sieht jetzt ein bisschen trocken aus, aber die Paprika hat ja wirklich enorm Wasser. Deswegen habe ich da jetzt nicht so eine mega Soße dazu gemacht. Denn die Paprika wird das Wasser verlieren, die Nudeln saugen es auf und dann wird es am Ende, schätze ich mal, ganz gut werden vom Verhältnis. Aber wenn ich eine normale Lasagne mache, gucke ich schon, dass ich so eine Soße mit dabei habe. Aber da habe ich ja dann auch nicht so viel Paprika dabei. Und der Mozzarella da drin, der sorgt dafür, dass es schön cremig wird. So, jetzt nochmal Lasagneblätter. Mach immer die Ecken weg. Und die letzte Schicht hier ist nochmal Gemüsefleischschicht. Und darauf kommt jetzt die allerletzte Schicht. Das ist der geriebene Mozzarella. Und dann kann es schon in den Backofen. Oder wenn ihr sagt, ihr braucht es erst heute Abend, deckt ihr es ab, stellt es in den Kühlschrank, man kann alles schön durchziehen und dann kommt es kurz vor dem Verzehr in den Backofen. So kann man das Essen wirklich wunderbar vorbereiten. Bei uns wird es jetzt gleich gegessen, also kommt es jetzt direkt in den Backofen. Jetzt ist die Lasagne fertig und kann probiert werden. Alex darf heute probieren. Okay, ist ein bisschen ein großes Stück, ne? Wir haben es jetzt auch ein bisschen abkühlen lassen, haben in der Zeit einfach Fotos gemacht. Aber komm, das ist... Dankeschön. Wir haben jetzt lange gearbeitet heute und das ist Abendessen, das kriegen wir schon hin. Dankeschön, ist schon sehr groß. Ja. Ich probiere auch eine kleine Gabel. Hast du schon probiert? Nee, ich habe noch nicht probiert tatsächlich. Aber ich finde es auch von der Zubereitung her, wenn du warst ja heute mit hier im Studio und hast so ein bisschen mitgeguckt. Cool, oder? Ganz easy. Ich war am Anfang sehr skeptisch, ob die Nudeln wirklich weich werden, weil da so wenig Soße war. Aber es fühlt sich zumindest an, als wären sie weich. Und es ist nicht zu viel Soße. Also tatsächlich ist noch ein bisschen Soße unten übrig, aber es ist nicht viel. Es ist nicht so suppig. Ne? Und wenn man das so ohne Nudeln macht, dann ist es schon zu soßig und suppig. Nee, also wie schmeckt es dann? Sehr, sehr gut gewürzt. Ja? Kein Salz fehlt. Gott sei Dank. Ist es zu viel? Nee. Okay. Passt. Bin mal gespannt. Ich liebe ja oben drauf die Käseschicht. Ja. Und ich muss sagen, so Lasagne esse ich halt am liebsten so richtig, richtig heiß aus dem Ofen. Aber dann haben wir immer das Gaumenproblem. Da verbrennt man sich ja. Ja, und ich habe gerade eh so ein bisschen da was. Ich habe mich, glaube ich, doch verbrannt und habe es irgendwie vergessen. Naja, mal gucken. Schmeckt. Ja, schmeckt gut. Schmeckt gut würzig. Ja. Kartoffeln sind durch. Viel Gemüse. Viel Gemüse. Und gut vorzubereiten. Ja. Perfekt. Meal Prep. Ja, Meal Prep. Perfekt für die Ramadanzeit. Und es ist eine richtig große Portion, die ihr wirklich mit wenig Arbeit, wenig Werkzeug und in ganz kurzer Zeit zubereiten könnt. Also ich bräuchte dazu jetzt tatsächlich nichts mehr, außer vielleicht einen Salat. Ja, aber Gemüse ist ja selbst drin. Also.
Also wenn man noch was Frisches dazu will. Was ich auch sehr gerne mag, Lasagne. Immer mit heißer Lasagne mit kalten, knackigen Essiggurken. Ja, kann ich schon, ist richtig gut. Kannte ich nicht, habe ich das erste Mal bei dir probiert, aber es schmeckt wirklich gut. Ja, gell? Doch. Ja, also probiert das Rezept gerne aus und schreibt mir auch gerne mal, was ihr jetzt gerade zur Ramadanzeit zubereitet. Ob es jetzt auch wieder so einfache Gerichte sind oder tischt ihr da so richtig auf und sagt euch, jetzt kochen wir so richtig und genießen es und machen so richtig ein Familienfest abends draus. Schreibt es mir ganz gerne und ihr findet auch ganz viele weitere Rezepte in unserer Kategorie auf meinem Blog und in meiner App. Alles andere verlinke ich euch ja immer auf Instagram in die Highlights. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.